Alter, was ist das denn für eine linke Oh, Kate und Joko. Er wäre nichts für sie. Hat mich das sogar gewundert, dass sie zusammengekommen sind. Was ist das für ein Zufall? Die Herren drehen auf. Oh, wenn er bei meiner Alten so weitergeht, dann braucht er gar nichts mehr Bescheid sein. Boah, Leila. Finden sie schon geil, ne? Hochattraktiv. Ja, da ein bisschen Sorgen um den Jungen. Und? Mich hat schon sehr gewundert, dass sie sich so offensiv auf seinen Schoß gesetzt hat. Ich habe es wirklich unterschätzt. Damit willkommen zu Temptation Island VIP mit einer Überraschung. Also außer Kuscheln war mit Diogo und mir nichts. Aha, das war so witzig. Ich habe auf jeden Fall an Udo gedacht. Wird ihm auf jeden Fall nicht gefallen, das weiß ich. Habe auch ein schlechtes Gewissen. Ihr Gewissen ist noch schlechter als ihr Wissen. Übrigens brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, weil wir Trash TV gucken. Die Briefe von zu Hause sind ja immer Strafe genug. Genau das. Aber wie du mir, so ich dir. Er hat mit Julia in deinem Bett geschlafen, das war ja wohl okay. Also kann ich das ja auch machen. Gestern war es knapp. Ja, Alter, unsere Gesichter waren so nah beieinander. Seine Hände, das ist ja nochmal eine andere Sache. Was soll ich machen? Ich habe nichts gemacht, wo Udo sagen könnte, das gefällt ihm nicht. Ich hoffe. Leute, wenn Emmys Kurzzeitgewissen nicht bei RTL im Jahresrückblick unter den emotionalsten Momenten des Jahres 2021 aufgeführt wird, dann weiß ich auch nicht. Ein Zwischenfazit zu Temptation Island VIP. Bauer sucht Frau darf jetzt wirklich getrost als pädagogisch wertvoll eingestuft werden. Ist mir auch scheißegal. Ja, good morning in the morning. Was geht ab? Irre bist du hier, ne? Die Frauen sagen ja immer, wir Männer sind das schlimmere Geschlecht und wir würden schneller fremdgehen. Aber ich zeige einfach mal den Frauen, dass sie viel, 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 viel offener und viel schneller drauf eingehen. Aha, mit anderen Worten, Emmy geht nicht nur allen auf die Eier, sondern auch an die Eier. Männer seien schlimm, Frauen noch schlimmer. Ja, gibt's denn irgendwas, was noch schlimmer ist? Die Jenny hat nicht mal einen BH. Ja, wobei ich glaube, niemand kauft unserem Lustkreis weiter ab, dass er das schlimm findet. Hi. Was los? Ja, es ist schon ein bisschen krass, als ich dachte. Ich weine nicht, bitte. Ich habe es wirklich unterschätzt, allein ihn mit anderen Frauen zu sehen. Ich bin halt leider auch so ein Mensch, der vergisst sowas nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalten kann. Er war eher derjenige. Psychisch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe ein Problem mit der Heulerei. Ich heule doch gar nicht. Wenn du deinen Instagram-Account so sehr vermisst, dass du heulen musst. Ist aber auch spannend. Emmy sagt ja zu Paulina, sie soll nicht heulen und vor allem auch nicht wegen Henrik. Heul nicht. Moment, die Ansage kennen wir doch alle. Das ist doch der Trick unserer toxischen RTL-Herren, wenn sie ihre Eheprobleme lösen wollen. Schauen wir doch mal zu Henrik, also Paulinas Freund, ob es ihm auch so schlecht geht. Ich denke schon wirklich sehr krass an meine Freundin die ganze Zeit. Und dadurch merke ich halt, wie krass wichtig mit ihm ist. Er dreht langsam durch, glaube ich. Ja. Ja. So, was chillen, Alter, ehrlich. Du musst hier deinen Fokus drauf haben. Henrik und Paulina, oder wie wir sagen würden, maximal noch 2 Wochen. So, dann ist es mal an der Zeit für eine abschließende Aufzählung aller normalen Kandidaten bei Temptation Island VIP. Danke. Boah, das war ein Haarschnitt, Digga. Ja, heute müssen wir warten. Safe. Ganz dringend. Meinst du, Sandra findet mich danach attraktiv? Ich glaube, heftig, ja. Hinten ist scheißegal, ja. Kleine Schlampe. Nur die Nacken und die Ohren, ne? Und die Konturen, ne? Ich denke mir so, was macht denn der? Warum machst du das? Das habe ich nicht verstanden. Das ist ja gar nichts mehr. Irgendwo, das ist Glatze. Ach du Scheiße, Alter. Ich hab schon ein bisschen verkackt, ne? Diogo wird heute wahrscheinlich noch Emmys Frisur stylen. Bitte lass es Sperma sein. Zum Glück können sich Giuliano und Sandra danach zumindest nicht mehr physisch in die Haare bekommen. Giuliano geht jetzt erstmal auf ein Date mit Sarah. Er hat also die Verführerin gewechselt. Ich bin die Sarah. Ich glaube, die Art und Weise, wie ich verführe, ist sehr elegant. Ich habe nicht umsonst so einen Körper und wenn ich den schon habe, dann zeige ich den auch gerne. Ich glaube, dass die für mich die größte Versuchung ist hier drin. Also, das ist wirklich krass. Das ist mega krass. Also Sarah geht sehr ran, ne? Also die weiß auf jeden Fall, was sie will. Darf ich dich ausziehen? Was? Ich will dich ausziehen. Ach, ja, da sitzt halt wirklich eine Gehirnzelle und teilt sich mehrere Körper. Mit jeder Staffel eines RTL-Reality-Formats kommt mir mein untätowierter Körper immer exotischer vor. Achtung, Verwechslungsgefahr. Sie beginnt ihn hier jetzt für die anderen zu prüfen. Und hier... Darf ich mein T-Shirt ausziehen für euch? Beginnt jetzt für die anderen die Prüfung. Wir sind ja nicht, ne? Wir sind ja auch bei Temptation. Ich habe ja auch eine Freundin. So. Das ist ja komm, ich helfe bisschen, dir einfach. Okay. Guck mal, du kriegst es noch nicht mal alleine hin. Ein bisschen geht so. Geht's? Okay, ja, das geht schon. Aber du musst dich selber ausziehen, das... Das ich schaue mir das zwar an, das sieht zwar sehr nett und sehr gut aus, aber anfassen kriege ich Schwierigkeiten zu Hause, weil ich 3 Köpfe kürzer gemacht. Alles gut. Ja.
doch mal ein bisschen lieber, bitte. Also gehst du hart ran? Ja. Auch wenn er sagt, er steht nicht auf Brüste und auf richtig viel Arsch, ich kann ihm am Ende beides bieten, ne? Davon hat er ja selbst wirklich genug. Außerdem kann er auch mit ihr sensationell gut in den Wald. Oder was meint der RTL-Arzt mit ihrem Hobby? Ja, Pilzesammlerin. Wir machen gleich weiter, aber jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen und dann verpasst ihr nichts mehr. So, weiter geht's. Überall dunkles Wasser und dann hast du in der Mitte so einen hellblauen, schimmernden Pool, will ich jetzt schon mal fast sagen, so wer auch von unten hochkommt. Ich hab selten so viel Dummheit auf einen Haufen erlebt. Und dann die Fische unten, das war natürlich ja, atemberaubend, ne? Was gefällt dir denn an mir am meisten? Nichts. Ich finde, du hast so was Markantes im Gesicht. Du hast nicht so dieses, wie sagt man das, Allround, wie heißt das, 850 Grad. Ich will nichts mit diesen ganzen Trash-Leuten zu tun haben. Sie lässt halt nicht locker, sie gibt Vollgas. Auf der anderen Seite ist sie ja so vom Typ eigentlich so das, was ich möchte. Sie ist eigentlich das genaue Gegenteil von Sandra und damit ist sie also genau sein Typ. Sandra wird schon nichts sagen, ich meine, Humor hat sie ja, das hat sie ja bewiesen, als sie mit Henrik zusammen war. Giuliano hat ja seine Verführerin ausgetauscht. Ja, was war denn da los? Mochte die Alte keine Anabolika-Pickel? Das ist halt so ein anderes Anfassen, so zärtlich. So, weißt du, was ich meine? Das ist so, wie wenn ich meine Freundin mich anfasst. Womit haben wir das verdient? Ja, genau, das frage ich mich auch. Jede Frau, die Giuliano nimmt, liebt Esel, aber nicht jede eselliebende Frau nimmt den Giuliano. Auch für eine unserer vergebenen Frauen geht es heute auf ein Date. Na dann schauen wir doch mal, wie kreativ die beiden so sind. Vielleicht doch auf die Rückseite meine Handynummer. Wäre auch der Knaller gewesen. Stell dir mal vor, du gibst mir jetzt irgendeinen anderen Buchstaben. Gut Titties, schreibst du jetzt. Ein Hoch auf Gut Titties. Ernsthaft? Ein Hoch auf Gut Titties? Das klingt irgendwie wie so ein Toast in der Bodenseeklinik, wenn die neuen Silikonkissen ankommen. Ja, unser Miguel kann noch schlechter mit Buchstaben umgehen, als Laura Müllers Eltern kluge Töchter zeugen können. Naja, typisch Influencer. Kennen keine Buchstaben, aber Markennamen kennen sie. Hat er sich an deinen kleinen Fingerschwur gehalten? Nee. Nein? Nee, die hat direkt bei dem gepennt. Im Bett? Und Unterwäsche auch. Also sie hat auch nichts an. Da hält man sich einfach am ersten. Lass es nur den ersten Abend sein, da hält man sich einfach dran. Boah. Und vertraust du dem? Meistens. Ja, dann ist er anscheinend, hat sich unfruchtbar machen lassen. Und ich weiß davon nichts. Hä? Und ich versuche halt immer wieder die Augen zu öffnen. Bin geschockt, ehrlich. Richtig geschockt. Du bist nur geschockt. Ja, was soll man von dem halten? Jedes Mal fällt sie mit Kerlen auf die Schnauze. Ja gut, aber dann begegnet sie immerhin mal ab und zu ihren Ansprüchen. Ja, ich werde auf jeden Fall noch weiter drüber nachdenken. Tja, einfach enttäuscht. Jetzt schaut sie aber sehr verkniffen, ob sie das intensive Nachdenken so anstrengt. Kurzzeitig dachte sie ja auch, ihr Freund Giuliano kommt zu Besuch. Ja, hier riecht's nach Pisse. War aber falscher Alarm. Jetzt kennst du ja nur den Song griechischer Wein und jetzt gibt's mal einen griechischen Schnaps hinterher, ne? Deswegen. Meine Vergangenheit mit den Frauen, das ist bei Kate immer so eine Sache, das findet ihr halt auch nicht so gut. Tatsächlicherweise ja, gehen wir beide zusammen, feiern auch nicht so viel. Wir gehen raus so und irgendeiner, der guckt sie nur schief an, so, dann. Ja, dann bin ich auf 180 so, ne? Oh, bei den Sprechversuchen von Jakob dachte ich gerade für einen ganz kurzen Moment, man lacht eigentlich nicht über Kinder, die sich Mühe geben. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert, wenn er herausfindet, dass seine Freundin sich nicht die Haare kämmt, wenn sie sagt, dass sie mal wieder ihrem Job als Cam-Girl nachgeht. Ja, da ist eine alte Schnapsdrossel, ne? Ich hab so einen sitzen, Alter. Er ist ein sehr, sehr eifersüchtiger Typ. Er sagt ja so, das und das und das geht nicht. Aber wenn er es ja macht, ist das ja okay anscheinend. Also wie krank das Zeug ist hier auch, Mann. Boah, Junge. Ih, da stinkt der hier. Scheiße, stinkt der eben, na. Du stinkst wie sieben. Bist du echt besoffen? Oder? Leute, ist das ein Zufall, dass der Start der viel neuen RTL-Reality-Sendung und der damit verbundenen heißen Luft parallel zum Klimawandel aufkam? Ich denke ehrlich gesagt nicht. Er hat so viel Restalkohol im Mund und im Speichel. Henrik war kurz davor, ihm einen intensiven und langen Zungenkuss zu verpassen. Wie heißt sie, mit der ich da war? Mila Jane. Mila Jane. Wenn du an dem Wochenende nach dem Tisch in Köln bist, ne? Lass einfach rausgehen. Und ich sag zu Kate, Schatz, ich bin mit Uno unterwegs und dann ist gut. Und dann feiern wir so geisteskrank und dann bist du ja auch in Köln. Ja. Dann sagst du zu Paulina, dass Paulina mal bei Kate schlafen soll, dann wir drei gehen dann mal raus. Und wenn das bei meiner Alten so weitergeht, dann braucht er gar nichts mehr Bescheid sein. Boah, Leila. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Das ist schon eine edle Schnitte, ne? Die Leila ist schon eine edle Schnitte. Da braucht man auch nicht zu lügen, ganz ehrlich. Wäre diese Bande Promi-Männer im Dschungelcamp, man müsste die Sendung wirklich nach zwei Tagen absetzen, weil alle anderen verhungert wären, so gut wie die abliefern. Ja, und jetzt hoffe ich irgendwie, dass der Luxusgegenstand der Kerle eine neue Unterhose ist. Du findest sie schon geil, ne? Diese hochattraktiv.
Also die gute Nachricht, sie hat es gleich geschafft und ist also durch. So wie die Kerle hier offensichtlich auch. Leute, so langsam sollten wir bei diesem Verkehrsunfall ja endlich mal eine Rettungsgasse bilden, sonst machen wir uns alle hier noch strafbar. Ja, das ist einfach abends, das ist immer ekelhaft. Ich bin das einfach nicht gewohnt, ohne meinen Mann zu sein. Also ich habe jetzt gerade auch totale Magenkrämpfe. Ja, ich sitze halt gefühlt jede Stunde auf dem Klo. Ach so, und ich dachte für den kurzen Moment, das sagt sie wegen ihres Verhaltens mit Diogo, ihrem Udo gegenüber. Ich Idiot. Aber ja, ihr geht's wirklich so schlecht. Sie hätte gern ein eigenes Scheißhaus im Scheißhaus. Ich glaube, das ginge wirklich als Kunstinstallation durch und wäre was für die Oberstufe zum Interpretieren. Falls ihr Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Apropos. Temptation Twister spielen wir gerade. Ganz schön dunkel hier unten. Morgen im Bikini. Vor dem Lagerfeuer hätte ich mir vielleicht gedacht, nee, so kannst du dich jetzt nicht hinstellen. Mein Gott, weil die machen auch da Sachen für als ihre Spiele. Oh, ist voll warm, oh, Mann. Was hast du drunter? Kann jemand Joko ausziehen? Ich hätte schon reingebissen, ja. Heute ist irgendwie die Aussicht schöner hier in der Villa. Freunde vom RTL, ja, wir wollen trashige Kandidaten. Aber gibt es vielleicht auch ab und zu welche mit ein bisschen Hirn? Nicht mit uns, Bitch. Ich glaube, wir wissen auch alle, warum die Herren unbedingt in den Dschungel wollen. Noch näher kommen sie hoffentlich den possierlichen Pussys. Nur im Dschungelcamp. Und Vera, niemand möchte wissen, wie du deine nennst. Und die wollen ja hier alle danach noch einen normalen Job, weil es für eine Insta-Karriere leider nicht reicht. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Bei der perversen Pantomime war es dann schon ein bisschen wilder, ja? Kopf runter. Nein, das kannst du nicht machen. Sandra und Jogo, ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich musste mir das Handtuch vors Gesicht halten. Arsch. Ich habe schon sehr gewundert, dass sie sich so offensiv auf seinen Schoß gesetzt hat. Also gute Panto, nie mehr zum bösen Spiel machen. Man kennt das. Ey, ich glaube, wenn es hier so weitergeht, hängt die Latte für alle Trash-TV-Sendungen danach höher als die auf Wendlers Foto. Ich hab's genossen und könnte mich dran gewöhnen. Gasmus. Ja! Was ist das denn? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, der Henrik findet das überhaupt nicht witzig. Pauline macht schon viel mit. Normal. Paulina, könntest du vielleicht mal die Reaktion deiner Eltern nachspielen? Also, wenn sie hier deine Bushi. Performance hier so sehen? Es ist mir etwas unangenehm, sagen wir mal so. Ja, wie Fußpilz, nur unangenehm. Die zieht hier wirklich mit die billigste Show ab, die ich je gesehen habe. Und ja, ich war mal bei DSDS im Studio. In der Frauenvilla wird das Thema Eifersucht diskutiert. Dieses Diogo-Thema ist immer wieder, kommt das bei uns. Ich verstehe einfach nicht, wo das scheiß Problem ist. Ich bin so enttäuscht, ich habe ja gestern auch gesehen, dass er auch wirklich mit dieser Frau auch die ganze Zeit Zeit verbracht hat, weil er ja mir beweisen möchte, dass er ausgerechnet mit der schlimmsten Frau Zeit verbringen kann, ohne was passiert. Warum kann ich dann jetzt nicht mit Jogo? Dann kapiert mein Mann vielleicht endlich mal, dass zwischen mir und Jogo nichts mehr ist. Ja, Jakob weiß halt auch, zur Not kettet er sich einfach irgendeine Plastiktonne an. Das wäre im Prinzip ein ähnliches Traumpaar. Und es gibt null Grund da immer. Mich belastet das auch so stark, dass er immer wieder irgendwie damit anfängt. Ich werde auf jeden Fall den körperlichen Verfall und den psychischen Verfall hier nicht mehr zulassen. Das hat ab jetzt ein Ende. Heute läuft das hier alles anders. Also ich weiß auch nicht, aber die gute Kate jammert wirklich so viel. Die könnte sich vielleicht wirklich mal einen Twitter-Account zulegen. Okay, aber wir halten einfach mal fest. Ihr neuer USP ist also Jammern. Sag mal, also ich glaube jetzt, ne? Und gleich kommt noch eine böse Überraschung. Emmy hängt sich halt sehr an Jogo. Die lässt sich begrapschen, die lässt sich massieren. Und ich bin zum Verführen da. Wer weiß. Wer weiß, was hier noch passiert. So tiefe Tiefgaragen gibt es gar nicht, um auch nur im Ansatz nachvollziehen zu können, wie tief ihr Niveau gerade gesunken ist. Ja gut, Emmy trainiert halt einfach fleißig und macht genau das, was sie in den letzten Jahren im Fernsehen auch immer gemacht hat. Nach Säcken greifen. Beim Henrik, Alter, nachdem der mir das gestern oben erzählt hat. Der war oben in seinem Zimmer, der saß einfach so da und hat einfach die Wand angeschaut und geweint. Und dann hat er so gemeint, so, er kann das nicht mehr und hat gemeint, wenn er beim nächsten Lagerfeuer irgendwas sehen sollte oder so, ne? Hat er gesagt, dann bringt auch nichts mehr zurückhalten, dann ist er da raus hier. Ich mache da ein bisschen Sorgen um den Jungen. Ja, ist natürlich immer scheiße, ne, wenn dein Partner in einer anderen Villa mit anderen Männern. Das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ins Leere starren oder wie es auch heißt, Frauke Ludowig sitzt beim Bachelor-Wiedersehen den Kandidatinnen gegenüber. Noch nicht mal am Frühstückstisch wollte er sitzen, heißt also auch, Henrik ist härter im Beenden des Frühstücks als McDonald's. Was sagt denn jetzt eigentlich Henriks Freundin Paulina zu Temptation Island VIP bisher? Und ich glaube, wir werden hier ordentlich guten Käse produzieren. Und ich werde meine Chance nutzen. Ey, es funktioniert! Es funktioniert? Ah! Hey. Im Mund!
Ich glaube, man merkt, dass er schon mal gemacht, oder? Und wie fühlt sich das an? Bisschen haarig, oder? Vertraut. Dieses sich mit Blicken wortlos verstehen, finde ich super wichtig. Und das hat man einfach nicht mit vielen Menschen. Du weißt schon direkt, was der andere so denkt. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Aber ja, wortlos verständigen ist natürlich auch klar und naheliegend. Alles, was sie sagen würde, erzeugt durch den Hohlkörper auf seinem Hals ein irritierendes Echo. Also zumindest glaubt sie das wegen ihrer bisherigen Beziehungen. Eine Sekunde, aber hier bei aller Trash-Liebe, passiert jetzt hier wirklich zwischen Paulina und Dominik irgendwas? Nee, oder? Wollen wir was trinken? Ja, wir wollen was trinken. So eine Bindung habe ich selten in meinem Leben gehabt, dass ich eine Person von Anhieb, dass wir uns einfach so gut verstehen. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ja, als würde ich dich schon jahrelang kennen, weißt du? Okay, also mal schauen, ob der Dominik nicht irgendwie auch wieder so ein Kerl ist, der sie als Trophäe sieht. Zur Not macht er es halt einfach genau wie Yogi Löw. Die Hand nicht am Pokal, aber am... Also, wenn er das wirklich nur macht, um eine Beziehung zu crashen, dann fällt mir nichts mehr ein. Was ist deine Lieblingsfarbe? Kann ich nicht sagen. Die von Bachelor-Kandidatin Jelis ist blau und ich wünsche mir gerade nichts sehnlicher als einen kurzen Auftritt von ihr. Ich werde auf jeden Fall auf Attacke gehen. Nein. Doch. Oh Gott. Und das ist tatsächlich kein Spiel mehr. Da haben sich ja ein bisschen Kribbeln in meinem Bauch hat sich da schon entwickelt. Ich glaube, auch sie weckt langsam mehr Interesse an mir. Interesse? Ja, sehr gut. Also, für uns und das nächste Lagerfeuer. Kribbeln, aha. Kennt ihr dieses Kribbeln kurz bevor RTL das neue Supertalent bekannt gibt? Nee? Gut, ich auch nicht. Und das meint ihr doch jetzt wahrscheinlich, oder? Das hört sich nicht gesund an, ne? Falls das Armin das Teil gleich auseinanderbricht. Ach, hör auf. Hey, bleibt da schon auf jeden Fall das Herz kurz stehen. Junge, bitte keine Bilder. Bitte einfach nur, dass wir Party machen können oder so. Bitte keine Bilder. Innerlich, ich hatte so eine Aufregung und so eine Spannung, dass mir so schlecht geworden ist. Ich will keine Bilder. Ich will auch keine Bilder. Ich raste aus. Okay, also selbst die Katze hat keinen Bock mehr auf die Kerle. Wir gehen da jetzt stärker aus der Sache raus. Oder B, wir blasen den Scheiß hier ab. Und abblasen ist eigentlich gar keine Option. Also ich wette, abblasen wäre für die Jungs hier definitiv eine Option. Was wünschen sich die Kerle von den Frauen und passiert jetzt doch nur mit ihren Nerven? Sie? Lang auf jeden Fall wieder blank. Ich persönlich habe auch wieder angefangen, ein bisschen zu zittern. Bruder, ich habe gerade wirklich schon wieder Bauch, ne? Oh, bitte nichts Krasses. Oh, Kate und Yogo, ganz, ganz, ganz schwierige Kiste. Wir hatten mal was miteinander. Yogo war der letzte Mann, den ich kennengelernt habe, bevor ich mit Jakob zusammengekommen bin. Wenn Blicke töten könnten, Jakob bräuchte jetzt auf jeden Fall einen Waffenschein. Ich wette, Jakob sieht nachher den Fehler wieder bei seiner Frau. Aber der Fehler liegt ja eigentlich normalerweise genau neben den Frauen immer im Bett. Also wenn sie zu Hause sind. Ich hatte leider halt wegen Yogo sehr viele Diskussionen mit Jakob. Das ist ein rotes Tuch in Jakobs Augen. Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß, dass sie damals sich mit dem jetzigen Freund schon getroffen hatte. Der setzt sich da hin und auf einmal erzählt er dann da irgendwas über mich so, was ist das für ein Zufall? Für sie war das nur eine Freundschaft. Er wäre nichts für sie und deswegen hat mich das so gewundert, dass sie überhaupt zusammengekommen sind. Aha, jetzt stecken sie alle mit Gefühlen drin und wollen das nicht? Komisch. Zuvor hatte ich noch den Eindruck, dass sie egal wie irgendwo drin stecken wollen. Ich rechne es RTL hoch an, dass sie all den Schluss, den die hier so verzapfen, nicht einfach rausschneiden. Na, was ist das denn für eine linke Sau? So? Das ist ein typisch, ich wechsle kein Wort mit dem und er erzählt irgendwann über mich. Jakob nimmt jetzt keine Rücksicht mehr und er will Gefühle zeigen. Das heißt, wir achten in der nächsten Folge auf seine Hose. Und... was? Leute, ihr müsst jetzt ein Abo mit Glocke dalassen. Das wird hier noch sehr, sehr gut versprochen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Unser Udo hat gesehen, wie seine Freundin Amy unter der Dusche war. Halt leider nicht allein. Das war der Oberknaller. Schaut hier auf jeden Fall rein. Oder wenn jemand Lust auf Sahne hat, dann bitte hier klicken. Die ganze Folge Temptation Island VIP gibt's bei RTL+. Verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald.